Fühlen Sie sich auch manchmal ausgebrannt und leer? Die Hauptdarstellerin des neuen Films von Lola Randl auf jeden Fall. Mein Haus, mein Mann, meine Figur, mein Job. Paartherapeutin Luisa ist schon ewig mit ihrem Mann Richard verheiratet. Sie leben eher nebeneinander als miteinander. Der Schwerpunkt ihres Lebens besteht in der perfekten Aufrechterhaltung diverser Fassaden. Abwechslung in den schalen Alltag bringt nur Richards Boss Leopold, der schon länger Luisas Liebhaber ist. Kennt ihr euch eigentlich? Nein. Ja, bei der Weihnachtsfeier, oder? Gisela, weißt du? Nee, Luisa. Kannst du meine Tasche nehmen? Ich bin quasi in einer Generation aufgewachsen, wo das ganz klar im Vordergrund stand, dass man sich selbst verwirklichen soll und kann und nur gucken muss und dann schafft man das auch. Und das funktioniert letztendlich nicht. Da kommt man jetzt so drauf und das ist das Ende davon. Und das ist dieser Film. Eines Tages gerät das sorgsam aufgebaute Konstrukt zwischen Job, Mann und Liebhaber ordentlich ins Wanken. Richard hat sich den Rücken verknackst und bringt Luisas getakteten Zeitplan durcheinander. Ich hol jetzt schnell den Salat. Und was ist mit den Wickeln? Ich hol jetzt den Salat und dann mache ich dir deine Wickel. Es ist ja eine Komödie, in der sich eine Frau verdoppelt, weil sie eigentlich nicht mehr kann. Weil sie das will und das will und das will und das will und auch nicht loslassen kann und auch das und das und das macht. Und eines Morgens wacht sie auf und ist zu zweit. Also die Lena Beckmann war mein absoluter Wunschcast. Die spielte in meinem ersten Film eine ganz kleine Rolle. Und ich finde die sensationell und habe lange gebraucht, bis ich mit ihr endlich mal den Film drehen konnte. Luisa erkennt schnell die Chance, die ihre Doppelgängerin bietet. Sie wirft sich voller Elan in all die Dinge, die sie schon immer auskosten wollte. Alle ungeliebten Pflichten überträgt sie ihrer Abspaltung, die in ihrer Naivität und kindlichen Neugier alles spannend findet. Welchen Charakter magst du am meisten und warum? Naja, die Luisa ist ja eine total angespannte Person, die alles haben will. Und Luisa will sich ja eigentlich auch die Rosinen dann so rauspicken. Und auch wenn die Ann da ist, will sie eigentlich der Ann alles sozusagen, was alles Schlechte aufbrummen, was die dann zu tun hat. Und das funktioniert nicht, weil man kann quasi sein Glück nicht wirklich maximieren, indem man sich das Beste raussucht. Und deswegen, die Ann hat überhaupt gar kein Problem. Die macht die schlimmsten Sachen und findet, es hat immer, der geht's gut dabei. Und deswegen, ich mag natürlich die Ann. Aber für die Luisa ist die Ann natürlich ein Horror. Ich bin natürlich mehr die Luisa unglücklicherweise, aber auch die Ann. Aber hast du mich gerade gefragt, wen ich lieber mag? Natürlich die Ann. Und wann gibt's das Eis? Gibt kein Eis, schau dich doch mal an. Hey! Moment! Bleib stehen! Was machst du da? Das ist gefährlich. Komm da runter. Nie krieg ich was. Ich will jetzt ein Eis oder ich spring. Was? Spinnst du? Komm da jetzt runter. Du interessierst dich nur für dich. War es beim Drehen dann am Set schwierig, zwischen Luisa und Ann zu wechseln? Es war vor allem nervig, du hast ja keinen Anspielpartner mehr, keinen richtigen, sondern nur ein Double, was man da nie sieht, weil es rausgeschnitten ist, weil es Splitscreen ist oder andere Methoden hat. Das heißt, du hast ja nie den richtigen Anspielpartner, sondern musst dann mit einem Knopf im Ohr spielen und hörst deine eigene Stimme, die du vorher gespielt hast und musst dann aber darauf wieder reagieren. Also es ist schon anspruchsvoll in der Schauspieltechnik. Genauso aus wie ich. Jetzt steht sie direkt hinter mir. Na gut, Frau Bubik, wenn Sie unbedingt wollen, dann nehmen Sie halt ein Metomil. Ja, aber nur ein Stück. Der Plot ist wie gemacht für eine absurde Komödie, die der Film auch über weite Strecken hält. Doch leider driftet der Film oft in reinen Klamauk, was der psychologischen Grundkonstellation nicht gerecht wird.
Die Bilder sind toll, die Architektur wunderbar absurd und die Effekte in den Szenen der doppelten Luisa sehr gut. Bei uns gehen die Meinungen zum Film weit auseinander. Die einen lieben den Film, die anderen hassen ihn. Vielleicht ein guter Anlass, ins Kino zu gehen und ihn sich selbst anzuschauen.